Hennecke nicht. Heute ein ganz besonderer Tag. UNESCO-Schule, ja. Sie als Schulleiter, wie kommt das bei Ihnen? Wie fühlt man sich dabei? Wie ich eben schon gesagt habe in meiner Dankesrede, sind vier Gefühle, die ich spüre. Stolz auf das Kollegium, auf unsere Schüler, aber auch Dankbarkeit, dass wir so warmherzig aufgenommen worden sind von der UNESCO-Schulgemeinde und von Karl Hussmann, dem Koordinator für Nordrhein-Westfalen. Und glücklich sein in mir spürbar, weil wir endlich ein Dach gefunden haben für die vielfältigen Projekte in unterschiedlichsten Bereichen, die wir durchführen, sodass wir nicht mehr nur einen Teil darstellen, sondern alles, was wir an unserer Schule machen, unter dem Dach der UNESCO, des UNESCO-Gedankens tragen können. Mhm. Und Demut, weil wir den Gedanken der Kultur des Friedens bei uns leben, im Alltag immer wieder neu beweisen müssen. Und das in einer Gesellschaft, die auseinanderdriftet. Wie wurde die KKS jetzt UNESCO-Schule? Das passiert ja nicht über Nacht. Nein. Nein und ja. Man wird nicht über Nacht UNESCO-Schule. Wir sind aber über Nacht UNESCO-Schule geworden, weil wir alles das, was UNESCO-Schulen auszeichnet, schon im Alltag hatten, sowohl im Umgang mit unseren Menschen, mit unseren Schülern, mit unserem Kollegium. UNESCO-Schulen haben den Auftrag, den Gedanken Kultur des Friedens nach vorne zu tragen, vorzuleben, in die Gesellschaft zu tragen. Das ist etwas, was wir seit vielen Jahren machen, in einer Kultur der Vielfalt. Wir nennen uns auch Wildblumenwiese. Das heißt also, jede Blume hat ihre Daseinsberechtigung, wird auch wahrgenommen und kommt nicht in einen Schredder und wird zu einem Mischmasch zusammengeführt mit allen anderen. Sondern es ist eine Wildblumenwiese, die für jede Blume strahlt, für sich aber im Gesamtkontext eine wunderbare, bunte Mischung. Das Zweite ist, wir haben ganz viele Projekte an unserer Schule in unterschiedlichsten Bereichen, die wir jetzt schon durchführen. Und die sind Teil unseres Schulprogramms, die alle Schüler durchlaufen. Und deswegen sind wir quasi über Nacht mit in die UNESCO-Gemeinde aufgenommen worden, Schulgemeinde über aufgenommen worden, weil wir schon alles geliefert haben, ohne das Siegel UNESCO-Schule zu haben. Sie als Schulleiter sind ja bestrebt, die Kinder in eine Welt hinauszuschicken, zu entlassen, womit sie gut klarkommen. Das haben Sie gesagt, 40 Nationen, das ist eine riesengroße Aufgabe. Ich kann mir das sehr kompliziert vorstellen. Wie macht man sowas? Zugewandtheit ist das Zauberwort. Fairness, offen sein für Schwierigkeiten, für Probleme, für andersartig sein. Toleranz und Akzeptanz, das sind eigentlich die Kernbegriffe, die uns tragen. Und dann ist der Alltag eigentlich leicht zu bewältigen, wenn man den wirklich im Herzen trägt und lebt. Ich höre da, in der Überschrift klingt das für mich wie Liebe. Ja. Liebe ist ja ein ganz vielschichtiger Begriff, nicht nur zwischen Mann und Frau. Und dann kann man sagen, der Gedanke Kultur des Friedens ist eine Form von Liebe ausstrahlen, Liebe gemeinsam miteinander leben. Genau. Wie geht es denn mit der KKS jetzt nach der Zertifizierung UNESCO-Schule weiter in den nächsten Jahren? Wir werden den Gedanken der UNESCO-Schulen weiter in unsere Schülerschaft tragen. Das wollen wir aktiv machen durch Projektwochen, die wir jetzt neu strukturieren. Wir werden weiter im Bereich der Nachhaltigkeitserziehung noch Schwerpunkte setzen mit unserem blauen Klassenzimmer, was demnächst im Hellbach angelegt wird, direkt an unsere Schule. Wir werden die Erinnerungskultur weiterführen, gerade auch in der Oberstufe. Da haben wir extra Kollegen jetzt auch bekommen an unsere Schule, die diese Gedanken für sich als zentrale Aufgabe ihres Lehrerdaseins verstehen und deswegen auch aktiv von sich aus gestalten. Und deswegen stelle ich mir vor, dass wir auch in 2 Jahren, also heute in 2 Jahren dann auch UNESCO-Projektschule sind. Das heißt, wir gehören zu den 2800 UNESCO-Schulen weltweit. Und darauf freue ich mich jetzt schon, dieses Netzwerk auch nutzen zu dürfen mit unseren Schülern, sodass sie viele Erfahrungen außerhalb unserer Schule, außerhalb unseres Land Nordrhein-Westfalens, außerhalb unseres Bundeslandes, Bundesrepublik Deutschland entdecken. Also Weltbürger werden. Man wird einmal zertifiziert. Wird man regelmäßig geprüft oder behält man den Status für immer? Die Frage ist ausgenommen spannend,
Es gibt ganz viele Zertifikate, die man nur, die man einmal bekommen hat und dann hat man sie auf der Homepage. Wir müssen jedes Jahr aufs Neue nachweisen durch einen Bericht an den Koordinator für Nordrhein-Westfalen, dass wir den Standards der UNESCO-Schulen auch in dem zurückliegenden Jahr gerecht geworden sind. Durch unsere Arbeit mit den Schülern, sowohl im Umgang miteinander, im Alltag, als auch durch die Projekte, die wir in dem Jahr gemacht haben unter dem Gedanken UNESCO-Schule Kultur des Friedens. Das heißt also, und wenn wir dem nicht gerecht werden, werden wir im wahrsten Sinne des Wortes auf Eis gesetzt. Wir verlieren den Status. Wir müssen ihn jedes Jahr neu nachweisen, beweisen und unter Beweis stellen, dass wir UNESCO-Schule verdienterweise sind. Drei Wünsche für die Zukunft für Ihre Schule. Weiterhin dieses Miteinander im Kollegium, weiterhin dieses Miteinander zwischen Lehrern und Schülern und weiterhin dieses Engagement, was die Kollegen jeden Tag mit unseren Schülern zeigen. Herzlichen Dank.